pen and paper 9/11 Animal Squad. Woo! Geil. Ja. Herzlich willkommen am Tisch, Lars, Fabian, Gunnar und Andreas. Was ihr gerade gesehen haben, waren die Vorgeschichten der jeweiligen Figuren. Jetzt geht das richtige Abenteuer los. Das heißt, jetzt gibt es auch ein Regelsystem und wir werden ganz normales Pen and Paper spielen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ab jetzt könnt ihr uns auch kommentieren mit dem Hashtag 9/11. Also N-I-I-N 11 könnt ihr ab jetzt weiterhin als Hashtag nutzen. Ja. Also 9/11. Die können wir doch nicht essen, die sind so laut. Ich kann es schon nicht hören, wenn das ist. Aber ist ein Känguru, ne? Das ist cool. Meinen nur. Ja, wir müssen ganz kurz noch auf die Charakterbögen warten. Du kannst doch nicht die momentan gerade kommen. Du bist ein Känguru, du kannst keine Kängurus essen. Stimmt, dann ist dann darf nur Fabian die Kannibale essen. Ah, das sind, ach schon mal, das sind extra Kängurus für uns. Was ist das andere? Ist das Bacon? Ich weiß es nicht. Kleine Bacon-Stücke. Schokolade, oder? Nee. Okay. Cool. Da kannst du die Charakterbögen haben. Kann ich alle haben. Also, herzlich willkommen. Wir spielen ab jetzt mit Regelsystem. Alles neu. Ich werde gleich erklären, wie die Regeln zu verstehen sind. Ist relativ simpel. Jetzt kriegt erstmal jeder von euch seinen Charakterbogen. Hier, bitteschön, der Baron Billy Nobler. Ihr könntet oder solltet ab jetzt auch diese wunderschönen Charakterbögen, die wir hier angefertigt haben, solltet ihr ab jetzt auch auf Facebook finden. Da könnt ihr euch die Charakterbögen anschauen und euch mal so angucken, was sie alles können, unsere tollen Figuren. Hier ist noch Anton, der Wolf und der Wolf, ne? Cooper. Der Hund. So, ich erkläre ganz kurz, wie das System funktioniert. Ich glaube, können wir ganz kurz die GoPro mal so aufbauen, dass ihr irgendwie einen... Das was? Dass wir hier einen Charakterbogen sehen können. So. Vielleicht mal oder so, halte mal ganz ich kurz. Ich habe schon mein Alter eingetragen, aber... Also, wir spielen basierend auf dem System Savage Worlds. Das kennen manche vielleicht, aber die meisten wahrscheinlich nicht. Hier werden Fähigkeiten dahingehend ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob wir den Charakterbogen jetzt sehen können. Ja. Halt mal in die Kamera. Halt mal in die Kulisse, ja, also dann muss man jemanden aufnehmen. Ja. GoPro einmal umdrehen. Hä? Ach so, verstehe. Ah, okay. Ja. Also, wie gesagt, ihr könnt das alles auch auf Facebook einsehen. Also, ihr seht hier schon mal den Charakter. Das ist hier der Baron. Und er hat eine ganze Reihe von Talenten, auf die wir auch gleich eingehen werden. Hallo. Und jedes dieser Talente hat einen Wert von 1 bis 5. Momentan sind alle auf 1. Diese Werte werden ausgedrückt durch Würfel. Also momentan hat er nur zum Beispiel Klettern 1, darf also mit einem W4, einem vierseitigen Würfel, würfeln. Wenn er mehr hat, darf er mit einem 6-seitigen, 8-seitigen, 10-seitigen oder 12-seitigen Würfel würfeln. Und es gilt dabei, immer die 4 zu erreichen. Wenn er eine Kletternprobe ablegen möchte, muss er die 4 erreichen mit dem Würfel, den er hier hat. Momentan müsste er das mit einer 4-seitigen Würfel tun, hätte also eine 25-prozentige Chance, das zu schaffen und so weiter. Des Weiteren werden alle Asse, sprich die jeweils höchste Zahl, die man mit einem Würfel würfeln kann, also bei einem W6 ist das die, Gunnar? 5. Falsch, die 6. Bei einem W12 ist das die, Lars? 12, richtig, dürfen wiederholt werden. Und der zweite Wurf wird auf den ersten addiert. Und auch der zweite Wurf kann wiederum das Ass erzeugen, sodass weitere Würfel gewürfelt werden. Es ist also möglich, auch mit einem kleinen Würfel sehr hohe Werte zu erreichen. Ja. Wenn wir nämlich eins lernen, Andreas, aus diesem Abenteuer, falls wir vielleicht gar nichts lernen, Leute, falls wir vielleicht nichts lernen, dann lernen wir doch vielleicht daraus, dass auch kleine Helden große Taten erreichen können. Oh, ja? Das stimmt. Das ist mein Leben. Okay, machen wir. Genau. Es gibt zwei Arten von Talenten. Es gibt die guten und die nicht so guten. Es gibt die, die ihr gleich steigern könnt. Und zwar kriegt jeder von euch am Anfang 10 Pfoten zur Verfügung, mit denen er diese Fähigkeiten steigern kann. Und diese oberen Fähigkeiten können mit jeweils 2 Pfoten gesteigert werden, wohingegen die unteren mit jeweils 1 Pfote gesteigert werden können. Die sind nicht so wichtig, aber dafür könnt ihr sie euer steigern. Jeder von euren Figuren hat auch eine besondere Fähigkeit, die nur diese Fähigkeit hat. Zum Beispiel bei unserem Baron hier wäre es die Fähigkeit Stimmen imitieren. Die hat nur er. An der Stelle haben alle anderen Figuren ein eigenes Talent. Und was diese bedeuten, steht hier drüben. Und damit können sie dann ihre Fähigkeiten steigern. So, das heißt, ihr könnt gleich schon mal eure Fähigkeiten steigern. Aber zusätzlich können sich die Helden zu den Talenten, die sie steigern können, auch noch Sonderfertigkeiten kaufen. Und zwar sowas wie, steht auch alles auf den Charakterbögen, sowas wie Lesen lernen. Ihr könnt dann menschliche Schrift lesen. Oder ihr könnt Menschen verstehen. Oder ihr könnt wie Menschen reden. Das steht alles hier unten. Das könnt ihr euch auch alles mal
angucken. Das heißt, anfangs können wir sie nicht verstehen, die Menschen. Ihr könnt momentan die Menschen noch nicht verstehen. Aber alle Tiere können wir verstehen. Ihr könnt, alle Tiere können mit allen Tieren reden, aber weder können Menschen euch verstehen, noch versteht ihr Menschen. Mhm. Aber das könnt ihr euch im Laufe des Spiels, wenn ihr mehr Pfoten dazu bekommt, könnt ihr das steigern. Ja. Geil. Gut. Cool. Das heißt, ihr könnt jetzt gleich mal eure Charakterbögen ausfüllen, wie schwer ihr seid. Ich weiß nicht mehr, wie schwer sind. Wie schwer bin ich denn? Weiß nicht, was schwer ist. Wie so ein Känguru? Ich habe euch gesagt, ihr sollt euch davor intensiv biologisch mit den Tieren befassen. Ja? Ich weiß schon, ich nicht, es wird sowas kommen. Ja, klar können Känguru 8 Meter Höhe springen. Nee, das weiß ich alles. Aber das Gewicht weißt du nicht. Gewicht weiß ich nicht. Ich werde es nachtragen. Ich sag mal 50 Kilo. Ja, guck mal. Nein, Quatsch. Ich werde es noch herausfinden. Tut mir sehr leid, Herr Abenteuerführer. Kein Problem. Wir gehen mal ganz kurz die Talente durch, damit die Zuschauer auch so ein bisschen wissen, was es denn alles gibt. Ja? Es gibt das Talent Kampf. Das zeigt an, wie gut euer Tier kämpfen kann. Das ist relativ deutlich. Stärke, wie stark es ist und wie viel Schaden es im Kampf macht. Gewandtheit, wie wendig euer Charakter ist. Jeweils dann natürlich die einzelne Fähigkeit. Und dann für den Talenten, ihr habt noch einmal Wahrnehmung. Ja, darauf würdet ihr immer würfeln, wenn ihr irgendwie, kann ich das da hinten sehen? Oder ich drücke mein Ohr an eine Wand, kann ich da auf der anderen Seite was hören? Könnt ihr steigern. Schwimmen gibt es noch. Heimlich ist ein Talent, das bezeigt alle Fähigkeiten. Also wenn ihr euch verstecken wollt oder wenn ihr irgendwo anschleichen wollt, dann könnt ihr heimlich steigern. Balz gibt es noch. Glaube ich, ist relativ offensichtlich, was damit gemeint ist. Ne? Rhetorik, einschüchtern, süß und die Fähigkeit basteln. Mit der, falls ihr solche Sachen sagt, wie ich es in der Vorbereitung schon oft gehört habe, ich möchte einen Katapult bauen, dann würfel die auf basteln. Okay. Ja. Was habt ihr denn vor? Was macht ihr bei Steigerin denn? Ja, ich werde natürlich versuchen, mich, dadurch, dass ich das kleinste Tier bin, mich aus vielen Situationen rauszuquatschen. Ja. Und werde deswegen Rhetorik sehr schnell steigern. Ja. Sachen heimlich machen, vermutlich. Ja. Also richtig schön fies um die Ecke und dann im Nachhinein sagen, nee, ich war's nicht, sorry. Ja. Das ist so meine Strategie, glaube ich. Ja, da sieht man wieder, die Figur spiegelt den Menschen hinter dem Papier. Ja. So ist es. Ihr habt alle unterschiedliche Lebenspunkte. Da könnt ihr euch momentan auch euren Lebenspunktewert reinschreiben. Ihr seid alle voll, ihr habt alle volle Lebensenergie. So. Momentan. Wie viel habt ihr denn? Ich habe 20. Ich habe 33. Ich habe 56. Oh. Was? Ich habe 16. Yes, ich bin der Zweitschlechteste. Das heißt, ich kann theoretisch auch von einem vorbeirollenden Heubein oder so erschlagen werden. Zum Beispiel, ja, davon gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Die größte Gefahr sind Heubeine in dem Abenteuer. Ja, komm. Hurra, ich bin der Zweitschlechteste, finde ich schon mal sehr beschreibend. Billy Nobler. Aber ihr könnt ja auch mal, falls ihr das euch eure Spezialfähigkeiten angucken, die sind nämlich sehr interessant. Wie gesagt, die Charakterbögen auch auf Facebook einsehbar für alles Weitere. Das Kampfsystem werde ich erklären, sobald es zum ersten Kampf kommt, was wahrscheinlich in 4,5 Minuten der Fall sein wird, wenn es gleich losgeht. Ansonsten könnt ihr mal gucken. Ne? Was? Wie viele Fähigkeiten können wir verteilen? Das 10 Pfoten. Zwei und das kostet 10 Pfoten. Ein. Okay. Und die dürfen wir jetzt hier und da schon verteilen? Genau, ihr könnt die oberen Fähigkeiten mit jeweils 2 Pfoten pro Punkt steigern und die unteren Fähigkeiten mit jeweils 1 Pfote pro Punkt. Ich bin schon fertig. Ihr könnt kein Talent mehr als 2-mal steigern. Wäre es nicht sinnvoll gewesen, Gunnar, wir hätten uns abgesprochen, bevor du es schon gemacht hast? Ja, eigentlich schon, aber gut, das ist halt der Einzelkämpfer. Der erste Alleingang hier in der Nummer, ne? Ja, es geht schon los. Okay. Also ich habe zum Beispiel ganz coole Spezialfähigkeiten Gift und Schnabeltier sind und versuche natürlich gerade mit meinem Gift, viele wissen nicht, dass Schnabeltiere an der Hinterpfote einen kleinen Giftstachel haben, der sehr harmlos ist, eigentlich überhaupt gar nichts kann. Aber ich habe gesehen, es gibt, Fluntin hat sich da ein paar geile Sachen ausgedacht, was mit meinem Gift anzustellen ist. Und das wird uns später noch helfen, deswegen habe ich Gift jetzt auf jeden Fall. Hast du eigentlich zwei Seiten und wir haben nur eine? Ja, echt. Ja, tatsächlich, das ist wieder Ego. Tatsächlich, du kannst ja mal in die Kamera halten, tatsächlich ist Billy Nobler eine sehr komplexe Figur, die sehr gut ausgearbeitet ist und sehr komplexe Regeln hat. Eins. Und hier zwei Pfoten. Ja, egal. Das hier dran. Werden wir im Laufe des Abenteuers sicherlich noch häufig genug sehen, meine Fähigkeiten. Wollen wir drei uns dann nächstes Mal absprechen, wenn Gunnar jetzt schon fertig kann ist? Können wir noch wieder zurückschreiben? Gleich. Ich bin gleich fertig, ja? Dann können wir uns absprechen. Alles klar. Fabian, nein, hau mal raus. Wo habt ihr denn, hier unten haben wir teilweise schon Boni eher auf bestimmten Sachen. Ich habe plus eins schon bei Wahrnehmung und Einschüchtern. Ich habe Einschüchtern auch schon plus eins gemacht jetzt. Die Tiere haben noch spezifische Boni, die so ein bisschen ihre Natur als Tier ausdrücken. Zum Beispiel hat Baron als einzige die Fähigkeit Fliegen, die haben die anderen nicht. Und Anton hat zum Beispiel plus eins auf Einschüchtern und auf alles, was mit Riechen zu tun hat. Das heißt, da kriegt er nochmal plus eins auf seinen Würfelwurf. Das heißt, er muss die vier schaffen mit seinem Würfel, kriegt aber plus eins. Ich kann ganz gut hören. Vier. Ja, Kuba kann gut hören. Also, ich habe jetzt schon Rhetorik
plus eins, dann packe ich nochmal zwei drauf. Ich glaube, dann bitte ich irgendwie gleich ein anderes Tier, ein Taxi nach New York direkt zu rufen. Ich glaube, ich quatsche uns da gleich durch. Darf man nur eine jetzt ergänzen, oder? Nee. Auch zwei? Da könnt ihr so viel machen, wie ihr wollt. Ihr zahlt nur eine Pfote pro Talent. Ach so, jetzt verstehe ich. Okay. Und für die oberen zwei. Dann, okay. Ich mache bei mir einschüchtern noch ein bisschen höher jetzt. Einschüchtern? Ich habe einschüchtern auch schon mega hoch. Wir haben alle Angst voreinander und keiner redet mit den anderen. Ja, aber so gut, dann haben wir zwei Leute, die ein bisschen, dann werden halt Lars und Andreas relativ schnell redundant dann irgendwann, dann können wir beide trotzdem noch ganz gut alleine. Ach, wir sind die Spaßmacher in der Gruppe, oder was? Ich meine, du kannst fliegen. Was sind denn die Uncoolsten? Lars spielt halt auch mit. Eben, was sind die Uncoolsten? Lars, du hast halt plus zwei nur auf Schwimmen, weil es nichts anderes gab, bei dem du schon. Ja, aber ich habe mir jetzt bei Süß schon mal was reingeholt. Ja, das ist gut. Zucker süß sein. Mach doch mehr auf Süß. Nein. Ich muss mal gucken. Haben wir irgendjemanden? Na, du bist Rhetorik, ne? Mhm. Ihr seid Kraftboys. Okay. Habt ihr schon gut Kraft? Ich mach mal Kampf ein bisschen weniger, dann machst du ja mehr, ne? Hast du Kampf mehr? Ne, Kampf haben wir alle den gleichen Startwert. Okay. Dann. Ihr habt alle gleich. Ich mach meinen Kampf weg, okay? Dann nehme ich den lieber bei meiner. Ja, mach mal meinen Kampf weg. Damit ich immer meine Lebenspunkte dann verbessere. Wenn ich das jetzt schon wieder sehe von Gunnar hier, wie er 50 Sachen gesteigert und wieder weggestrichen hat. Einen habe ich jetzt weggestrichen. Ich mach Kampf ein bisschen höher. Ja, ich habe jetzt Kampf weggemacht, weil wir uns abgesprochen haben, weil wir ein Team sind. Was ist nach Wahrnehmung noch? Wahrnehmung ist alles, was mit Sinnen zu tun hat, generell. Riechen, schmecken, sehen, fühlen, alles, was damit zu tun hat. Ja, kann ich ganz gut gebrauchen. Ich würde bei mir, glaube ich, nochmal, ich habe diese Spezialfähigkeit Wunden lecken, die würde ich jetzt, glaube ich. Du leckst auf keinen Fall jemals eine Wunde. Das ist so geil. Oder mein Auge lecken. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, das ist, ich wollte nämlich gerade sagen, wofür es gut ist. Ich glaube, es ist sehr wichtig. Damit werden augenblicklich Lebenspunkte wiederhergestellt. Oh. Das kann ja keiner von euch, glaube ich. Das heißt, das wäre ja sinnvoll, wenn ich das vielleicht ein bisschen. Aber möchtest du dafür immer eine kleine Gegenleistung? Weiß ich noch nicht. Ich dachte, das wird vielleicht eher in der Notsituation. Jetzt lachen wir noch darüber, wenn wir dann irgendwie kurz vorm Ziel stehen. Dann wollen wir vielleicht alle noch ein paar Lebenspunkte haben. Ich habe jetzt 10 verteilt. Okay. Ich frage mich immer, was mein Schnabeltiersinn mir so bringt. Ich kann Radiowellen. Radiowellen? Orten, elektromagnetische Felder spüren. Das wird sich, obwohl, kann vielleicht auch das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, für die Anfangszeit ist es nicht so. Ich spüre was. Meine Spinnensensoren. Ey, ihr werdet nicht glauben, was bei mir. Das sage ich erst später. Okay, ich soll ja auch ein bisschen was gucken. Also bei Facebook an. Ich mache noch Klettern und heimlich ein bisschen hoch. Ich habe die ganzen Schlangen schon aufgegessen jetzt. Arschloch. Ich habe auf jeden Fall noch Tollen. Ja. Tollen? Ja, also Raben lieben es herumzutollen. Das heißt, es kann sein, dass ich vielleicht im Eifer des Gefechts einfach mal zwischendurch rumspiele. Ne? Auch ja. Also verlasst euch nicht zu sehr auf mich. Es kann sein, dass ich durch einen Grashalm in der Nähe abgelenkt werde und dann stundenlang beim Spielen. Was bringt denn toll? Das bringt mir plus eins auf süß. Nicht schlecht. Echt? Das ist schon mal auf jeden Fall ganz gut. Wir sind die Süßen einfach. So nämlich. Aber kann irgendjemand von uns klettern oder werden wir einfach in der ersten... Ich habe Klettern schon aufgelevelt. Sehr gut. Ich habe Klettern auch ein bisschen. Sehr gut. Ihr klettert schön. Ich bin heimlich noch. Komm, heimlich. Heimlich haben wir alle. Habe ich auch schon. Weil wir uns alle so ein bisschen... Ich finde es sehr überraschend, dass ich glaube, ganz gut, wenn jemand mal basteln nehmen würde. Ja, aber ich, ja, vielleicht in der Anfang... Obwohl, was könnten wir in der Anfangszeit basteln? Ich meine, basteln wäre bei dir eigentlich auch ganz gut gewesen. Nee, ja, mit dem Schnabel, Alter. Ey, dann bin ich halt echt. Dann müsst ihr mal löst du so Schrauben und sowas von Türen. Okay. Ich finde es sehr interessant, dass noch niemand auf Balz gegangen ist. Ich dachte, das wäre der klassische... Ja, weil du gesagt hast, es orientiert sich an den echten Charakteren. Deswegen. Ich glaube, ich mache das falsch. Deswegen brauchst du es nicht, meinst du? Bin ich hier doch in, wir sind doch jetzt in Europa. Und was soll ich denn hier? Da gibt es ja keine anderen Kängurus. Tja, wenn du nur auf durch Menschen stehst, anbalzen. Das weißt du ja nicht, wie dass es da keine anderen Kängurus gibt. Ich sage mal so, dein Beutel bleibt nicht lange leer, mein Freund. Wenn du wüsstest. Also ihr beide habt für Stärke und für Kraft auf jeden Fall, für Kampf und Stärke schon mal gesorgt, ne? Ja. Hast du Stärke auch gemacht? Ich habe nur einen, ich habe plus einen Stärke sowieso schon, habe noch einen drauf gemacht jetzt. Okay, du bist verdammt stark. Sag mal, was gehört denn hier eigentlich auf die leere Linie hier oben? Die leere Linie wird interessant, wenn du mit deiner Sonderfertigkeit Fernkampfwaffen benutzen freigeschaltet hast. Dann schaltest du das Talent Fernkampf frei, was du wiederum steigern musst. Wir nehmen die Bazooka. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass du mit der Panzerfaust noch daneben schießt am Ende. Das wäre natürlich dann ungünstig. Macht das Sinn, wenn ich schwimmen lerne? Nee, oder? Brauchen wir doch nicht, ey. Naja, aber Lars kann halt schwimmen. Ich kann super gut schwimmen. Ja, noch nicht, wir brauchen ich habe plus zwei und habe mir noch einen drauf gemacht. Ich bin der beste Schwimmer der Welt. Was war mit Rhetorik? Hat jemand, du hast ganz viel Rhetorik. Ich habe Rhetorik und Basteln. Rhetorik. Ich habe richtig viel einschüchtern. Ja. Zählt es dann auch, wenn ich dann gegen Andreas einschüchtern, wenn ich sage, ey, halt mal die Schnauze und dann würfel ich auf einschüchtern und der muss so, dann das auch. Das ist eine rollenspielerische Grauzone, aber du kannst das durchaus so warnen. Okay. Dann sage ich immer, ey, Andreas. Würfel mal bitte auf Einschüchtern. Nee, auf Schaden von Einschüchtern auch. Okay. Ich habe meine verteilt. Ich mache jetzt noch Gewandtheit, dann habe ich auch 10, bin fertig. Ja. Okay, gut, dann sag mal ganz kurz, was ihr gesteigert habt. So, ich habe gesteigert bei den Talenten oben Kampf, Gewandtheit und Wunden lecken und unten
Bei den einfacheren Wahrnehmungen klettern, heimlich und einschüchtern. Ja, das sind 10, Baron. Ich habe oben Gewandtheit gesteigert und unten Wahrnehmung, Klettern, heimlich, Rhetorik 2-mal, Basteln 2-mal und Fliegen 1-mal, weil ich dachte, das ist doch hilfreich, wenn ich auch ein bisschen kann. Das stimmt. 2 oder oben? Ja, du, ja, stimmt. Mhm. Ja, ne? So, okay. Ich habe einmal Stärke, da habe ich eh schon plus 1. Und dann Beutel 2-mal. Oh, auf seine Sonderfähigkeit auf meine Beutel. Sonderfähigkeit Beutel. Ich bin sehr gespannt. Soll ich die verraten? Nein, die ist sehr, sehr gut. Richtig. No. Dann habe ich noch Wahrnehmung, heimlich 1-mal und 2-mal einschüchtern. Genau. So, ihr habt alle verstanden, wie das Würfelsystem funktioniert. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Anton, würfel mal auf Wahrnehmung, was machst du dann? Jetzt würde ich den 6-seitigen Würfel nehmen. Genau, du hast schon einen Punkt gesteigert. Ach so, das heißt, du nimmst den 6-seitigen Würfel und versuchst 4 oder höher zu erwürfeln. Ich probiere es jetzt mal. Oh, ich habe eine 5. Ja, 5 hätte ich. Eigentlich habe ich sogar 6, weil ich ja noch plus 1 hier habe, wenn ich was riechen will. Genau, wenn du was riechen möchtest. Genau. Gut. Ja. Es ist im Grunde sehr leicht. Ihr müsst immer die 4 erreichen. Ja. Immer die 4 für jede Probe. Okay. Es kann manchmal auch sein, dass sie höher oder niedriger wird. Wenn ihr etwas unmöglich Schweres versucht zu schaffen, dann wird es mehr oder weniger. Aber ansonsten bleibt es bei der 4. Ja. Alles cool, klar. Also ich wär soweit. Ja. Gut. Schön. Was sind denn, bräuchte noch Augentropfen. Nicht so gleich. Okay. Also, ihr befindet euch in einem Stall. Ihr habt hier gerade mitbekommen, du bist in diesen Stall gelaufen und plötzlich sind andere Tiere reingekommen. Und beschreibt euch mal ganz kurz, wie ihr aussieht, den anderen. Naja, ich bin ein Tundra-Wolf, wie man unschwer erkennen kann. Das heißt, ich bin ein relativ großer, ein graubrauner Wolf. Sehr bedrohlich wirklich wahrscheinlich auf euch alle, außer vielleicht auf Gunnar, der sich, glaube ich, auch für mega cool hält als Känguru. Aber ja, ich bin ein junger Wolf. Wir Wölfe werden ja nicht so alt. Ich bin 2 Jahre alt. Wölfe sterben nämlich auch relativ bald schon wieder, so 60 Kilo schwer. Und ich habe einen sehr weiten Weg hinter mir. Das heißt, ich bin ein bisschen gezeichnet. Ich habe eine Wunde an meinem Bein, die komischerweise aber irgendjemand verbunden hat. Was mich ein wenig wundert, weil ich ansonsten in meinem Leben eigentlich vorher nur schlechte Erfahrungen mit diesen Menschen gemacht habe, weil sie mich gejagt haben oder vor mir Angst hatten. Aber irgendwer muss mich ja hier versorgt haben. Und dann bin ich hier aufgewacht auf diesem Hof neben euch. Ja, mein Tier ist ein Schnabeltier. Es ist 2 oder 3 Jahre alt, da kann er sich nicht hundertprozentig dran erinnern. Er ist das größte Schnabeltier der Welt, ist aber trotzdem nur 50 cm groß, viel größer werden die nicht. Ist so leicht bräunlich, hat im Fell aber so, das kann man aber wirklich nur ganz, ganz selten sehen, so einen ganz leichten Giraffenmusterschimmer, aber das ist nur ganz selten. Und deswegen ab und zu denkt er auch ganz kurz, er sei eine Giraffe. Und ist männlich. Okay. Ich bin natürlich ein rotes Riesenkänguru, die größte Känguruart der Welt. Bin 11 Jahre alt, was für ein Känguru in Gefangenschaft ein mittleres Alter ist. Die können 24 werden. Bin ich noch sehr groß natürlich, hab ich schon gesagt. Ne? Was wollt ihr noch wissen? Ich habe natürlich leider mein Augenlicht auf der linken Seite verloren durch einen Messerwurf am Anfang dieses Abenteuers. Und, also das fällt euch sofort auf, ihr schaut ihm in die Augen und er hat statt dem linken Auge so eine ganz komische, triefende... Es ist auch nicht verbunden, es ist sehr, vielleicht ein bisschen eklig für euch. Aber da müsst ihr jetzt mit leben. Und sonst bin ich vielleicht ein bisschen dick für einen Känguru, würde ich sagen. Ich habe sehr gut gelebt in letzter Zeit und bin vielleicht ein bisschen nicht mehr so ganz 100% in Form. Mhm. Ja, ich bin der Baron. Ich bin ein Keulkrabe, bin circa 2 Jahre alt, bin relativ groß, wie Keulkraben nun mal sind, circa 1 Meter Flügelspanne, habe eine leichte Verletzung am linken Flügel, das kommt aus meiner Vergangenheit, bin natürlich schwarz, dunkles Gefieder und genauso verhält es sich mit meiner Seele. Ich sehe da schon. Aber was trägst du denn um deinen Hals? Was ist das? Nun gut, ihr seid in diesem Stall zusammengekommen und plötzlich kommt jemand rein und legt so ein riesiges hundähnliches Ding neben euch aufs Heu, geht wieder raus und macht die Tür zu. Und ihr guckt ihn an und er öffnet langsam die Augen und guckt euch an. Hallo. Was bist du für einer? Wer ist das? Was bist du für einer? Wer seid ihr eigentlich? Redet ihr mit mir? Ja, ach was. Wer seid ihr denn? Ich bin Anton. Hallo, ich bin Billy. Ich bin Herr Quatermain.
Ich bin der Baron. Und wo sind wir hier? Das ist schön hier, oder? Richtig schön, gemütlich und so. Halt mal die Klappe jetzt. Ihr guckt euch um, ihr seid alle auf Stroh. Weiches Stroh ist unter euch. Ihr guckt euch so ein bisschen um. Ihr seid in einem so ein ganz so Bretter nebeneinander gestellt, irgendwie wie ein inneren Dach über euch. Und ansonsten sind noch ein paar komische Äste irgendwie bei euch, hängen da so komisch rum, irgendwie ganz merkwürdige Gegenstände, habt ihr zum großen Teil noch nie gesehen. Es ist merkwürdig. Komisch. Ja. Aber jetzt nochmal, was machen wir hier? Ich habe das schon wieder vergessen so ein bisschen. Wir hatten doch darüber geredet, wir hatten doch alle diese Vision gehabt. Haben wir darüber geredet? Das habe ich vergessen wieder. Erzähl ihm das nochmal. Was für eine Vision? Habt ihr das auch gesehen? Meint ihr diesen Traum? Ach, das meinst du? Wir hatten da schon mal drüber geredet, bevor der Junge aufgewacht ist. Ich hab auch einen Traum gehabt. Da waren meine Eltern und da waren Menschen und so große Dinger, die bauen, in denen die wohnen. Sowas habe ich gesehen und alles war ganz, auch ganz komisch. Mhm. Ein ganz großer Vogel ist da hingeflogen. Silberne Vogel, ja. So ein Vogel wie er? Nein, das sah anders aus. Ist mir egal, es interessiert mich nicht, wer ihr seid. Ich will einfach nur raus hier. Die in New York sind, das sind doch die beiden Türme, ihr Idioten. Da habe ich euch alles schon erklärt, ne? Was ist New York? Eine Stadt. In Amerika wart ihr da noch nicht. Was ist eine Stadt? Wart ihr noch nicht da? Wo? Woher kennst du das denn? Ich war schon überall auf der Welt. Wo warst du schon alles? Das würde ewig dauern, das jetzt aufzuzählen. Wirklich überall. Warst du schon bei mir zu Hause? Wo wohnst du? Beim See? Aber wie bist du denn da überall hingekommen? Ich bin so lange gelaufen, so weit gelaufen. Und ich war im Zirkus. Was? In einem Star, in einem Zirkus. In einem was? Ich führe Sachen vor ganz vielen Menschen, die Zweibeiner, wie du sie nennst. Hä? Und dort führe ich Kunststücke vor. Ich kann das vielleicht mal vorführen hier mit so drei. So. Scheiße. Das geht nicht schlecht. Das war aber. Das habe ich. Ist das ein Kunststück? Ja, ich muss das nochmal. Und auf jeden Fall habe ich da sehr viele Städte besucht. Ja. Du machst dich zum Idioten vor anderen Menschen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das gemacht. Ich war in einem alten Turm, ja. In einem Gemäuer. Wir wurden dort festgehalten. Ja, du hast schon Gefangenschaft und ich war jetzt da. Was willst du denn? Willst du mir denn jetzt erzählen? So, und was ist das jetzt für ein Gehölz? Seid nicht so gemein. Gehölz? Was für ein Gehölz? Ganz ehrlich, Jungs, ich habe Hunger. Hunger habe ich auch. Essen wir einen Schnecken? Eine Schnecke? Ich auch. Schnecken, ich esse keine Schnecken. Was esst ihr denn? Torte. Ihr müsst warten, bis jemand kommt und uns was bringt. Hä? Ich esse Torte, Schokoriegel. Menschen bringen einem doch kein Essen. Wo hast du denn gelebt? Denn sonst? Man fängt sein Essen, was man isst. Das muss man sich selber verdienen und sich selber holen. Hä? Musst du doch auch... Mama macht doch eigentlich immer Schnecken, Salat, so einen guten... Deine Mama macht dir Schnecken. Wo ist denn deine Mama? Ja. Was ist sie denn? Erzähl es ihm auch nochmal. Kann ich nicht, dass ich lache. Erzähl es ein andermal. Ich kenne euch immer gar nicht. Und die hat man auch immer Essen gemacht. Klar. Ich bin Star gewesen. Warum bist du denn nicht in deinem Zirkus geblieben, wenn es da so toll war? Keinen Bock mehr. Ich kenne dich nicht. Du hast keinen Bock mehr. Das ist doch das beste Leben. Hier ist auch super. Du hast die ganze Welt gesehen, du hast immer Essen bekommen und jetzt bist du hier und jetzt hast du kein Essen mehr. Ich hatte keinen Bock einfach mehr. Ich suche im Stall nach einer Schnecke. Mhm. Dir wird das ja alles zu blöd. Guckt euch den mal an, der sucht Schnecken. Ich flieg nach oben zu den Geräten. Findest keine. Keine Geräte oder keine Schnecken? Keine Schnecken. Ich flieg nach oben zu den Geräten. Ja, es gibt da so ein paar Haken, die da so an so einem Brett montiert bist. Du fliegst hoch auf das Brett und siehst da so ein paar Geräte, die da dranhängen. Ich untersuche die Geräte. Sind da oben Schnecken? Pixar dagegen ist es extrem hart. Das ist Metall. Viele Teile davon sind metallisch. Kann mir jemand helfen von euch? Wie soll ich da hochkommen? Was siehst du denn da? Naja, das ist keine Ahnung, irgendwas, womit man Sachen auffegt. Da kommt jemand. Was war das? Ich mach die Tür auf. Ich versteck mich im Stroh. Du kannst die Tür doch auch mal aufmachen. Ich versuch die Tür aufzumachen mit meinem Schnabel. Du schaffst das nicht. Leute, mach mal hier die Scheißtür auf! Ja, wie sollen wir? Ich bin kein scheiß Känguru, ich kann die Tür nicht aufmachen. Du kannst das noch am ehesten von uns allen. Knubbelst mit deinem Schnabel, aber die Tür öffnet sie nicht. Ja, dann hüpfe ich da hin und versuche irgendwie mit meinen Händen da an dem. Ich meine, du kannst jonglieren, du wirst doch eine Tür öffnen können. Ja, ich habe sowas ja schon öfter gesehen. Ich mache Würfel mal Gewandtheit.
Oh, oh. Scheiße. Oh, 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 Vierer. Nein. Ja. Also ihr seht, Cooper Quartermain hüpft mit zwei großen Sätzen zur Tür und reibt sich da irgendwie so an dem Tür dran, fummelt da so rum, aber es passiert nichts. Okay, ich mach das jetzt einfach, ja? Ja. Ich stell mich da jetzt auf, ich mach die Tür auf, ich würfle auch auf Gewandtheit. Unangenehm, dass ich ja, das nicht auf. Konnte jetzt. Eins. Leute, wir müssen doch irgendwie die scheiß Tür aufkriegen. Anton versucht sich so auf seine Hinterbeine zu stellen und irgendwie so ein bisschen höher zu kriegen, aber er schafft's nicht. Ich habe jetzt eigentlich wirklich auch nicht vorgehabt, die Tür aufzumachen, merke ich. Hallo? Muss ich ehrlich sagen. Hallo? Hallo? Was machen ja, wir denn jetzt? Ja, wer ist denn da? Was ist das für ein, was ist das für ein Hi, Sonny hier. Könnt ihr mal aufmachen? Ihr ja, seid die Neuen, oder? Ja, Sonny, mach du mal bitte die Tür auf. Wir haben ein paar Probleme jetzt gerade. Ist gut. Das ist gut. Sonny, was bist du denn für ein Tier überhaupt? Ihr hört draußen Geräusche und ihr seht, das ist ein kleines Stück in der Ecke der Scheune. Unter dem Stroh kommt plötzlich, schiebt sich so ein bisschen Stroh weg und ihr seht, dass so eine kleine Lücke zwischen zwei Brettern ist. Und da kommt jemand rein so, mein Gott, ey Leute, was ist denn los mit euch? Und ihr seht ein ganz merkwürdiges Wesen, das habt ihr noch nie gesehen. Und es ist wie so Dornengestrüpp, aber irgendwie so mit so zwei Augen drin. Wer bist du? Oh, hey Leute, hier ist Sonny, kann ich mal die Tür aufmachen? Was ist los? Ich hab's nicht hingekriegt. Hey, kein Problem, ey. Hey, herzlich willkommen. Alles klar, wer seid ihr? Hey, ich bin Anton, wer bist du? Anton, geil, cool. Du? Ich bin Billy Nobler. Billy. Aha. Ich bin Herr Quartermain. Aha. Und du? Komm aus dem Stroh hervor und sag. Ah. Ich bin der Baron. Okay, alles klar. Das ist ein lustiger Name. Ey, ihr seid die Neuen, oder? Es geht dich ein Scheißdreck an. Das ist nicht mein echter Name. Wie bitte? Es geht dich ein Scheißdreck an, hab ich gesagt. Wer bist du denn überhaupt? Was bist du überhaupt für ein Vieh? Hi, ich bin Sonny. Alles klar? Lass doch mal Sonny in Ruhe. Was bist du denn für ein komisches Vieh überhaupt mit diesem komischen Gelöt? Ja, was ist, wie meinst du das? Ist Sonny. Doch scheißegal, was das für ein Typ ist. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Nein. Hey. Nee. Ist ja die Neuen, ne? Ja, 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 erlebe ich ständig. Hier ja, kommen neue Leute rein, gehen wieder. Mal sehen, wie lange ihr es hier aushaltet. Kannst du uns sagen, wo wir hier sind? Ihr seid auf Hof. Auf Hof? Hey, jetzt willkommen auf Hof. Was? Hi. Was hi, ist, hi, Hof? Was ist denn ein Hof? Hi. Hä? Was ist ein Hof? Ist das in New York Hof? Was? New York. Nie gehört. Hey, aber Hof. Hey. Hof ist ein hartes Pflaster, okay? Was ist das? Das ist ein hartes Pflaster. Du musst aufpassen. Was heißt das? Auf was müssen wir aufpassen? Das ist gefährlich hier. Hä? Was kann das passieren? Hey. Was ihr jetzt brauchen könnt, ist die richtigen Freunde. Versteht ihr? Willst du mein Freund sein? Hey, klar. Halt doch mal die Klappe. Hey. Er ist jetzt überhaupt hier auf nicht Hof? Unser Freund. Er hat jetzt mal überhaupt noch nicht mal unsere Freundschaft. Hier auf Hof versuchen alle eure Freunde zu sein und euch auszunutzen. Aber hey, ich kann euch so ein bisschen rumzeigen. Ich kann euch zeigen, was hier läuft und was nicht. Okay, haltet euch an mich und euch passiert nichts. Du bist mein Freund. Hi. Und was bietet kommt, uns es dauert eine ganze Weile, bis er auf dich zugelaufen ist. Weil er nicht so schnell ist. Schneller auch zu ihm dann, damit es nicht so lange ist. Ey. Aua! Was ist denn mit dir? Vertraust du ihm? Mm-mm. Ich will hier einfach nur weg. Ist mir egal, was ihr hier macht und abzieht. Ich will einfach nur raus. Du willst schon noch. Du weißt schon, was wir machen wollen. Da hatten wir schon drüber geredet, ne? Könnt ihr machen. Aber was habt ihr gesprochen? Was wollt ihr denn machen? Hey. Was war das für ein Plan? Pass mal auf hier. Barry, kann ich Barry sagen? Nee, die Türme. Pass mal auf, was? Hey, wenn du die richtigen Freunde hast, dann überdauerst du hier kein Dunkel, verstehst du? Kannst du mir zu essen geben? Klar, Mann, natürlich. Wow, magst du Schnecken? Wow, wow, wow. Was hast denn du? Also ich habe jetzt kein Essen hier, aber ich besorge euch was, okay? Kein Problem. Kannst du uns auch hier rausbringen irgendwie? Ich finde es gerade ein bisschen komisch, dass wir hier nicht mehr rauskommen. Ja, klar. Also sind dabei, okay? Sag, sind wir hier eingesperrt? Oder nein, leben klar, wir? Ihr könnt raus. Warum macht ihr die Tür nicht auf? Wir kriegen sie nicht auf. Okay. Ihr werdet eine schöne Zeit hier haben, Freunde. Ja, gut. Bring uns ein paar Schnecken. Ich wollte gerade so einen Sprung kriegen. Nee, hey. Ich bringe euch hier gar nichts. Was? Wenn ihr das zu essen wollt, müsst ihr dafür schon arbeiten, okay? Aber hey, ich kenne die richtigen Leute, ich kenne jeden. Was müssen wir tun für Essen? Soll ich euch kurz mal Hof zeigen? Ich führe euch mal rum. Ja. Okay? Oh, ja, ich hab Lust. Okay. Alles klar? Gut. Ja, gut. Okay. Also, er kriegt wieder ins Heu. Kriecht unter dem Verschlag durch und ist weg. Hallo! Geh raus! Ich versuche mit einem Sprungkick die Tür aufzumachen. Okay. Das ist eine gute Idee. Dann würfel mal bitte Kampf. Erschwert um 4. Erschwert um 4? Sprungkick ist erschwert um 4. Ist erschwert um 2? Oh, Entschuldigung, erschwert um 2. Du hast recht. Dann kann ich es trotzdem noch nicht schaffen.
Ich mach's gar nicht. Setz mich doch lieber hin, denn ich merke, die Tür ist doch ein bisschen massiver, als ich gedacht habe. Wenn du versuchen möchtest, die Tür aufzubrechen, dann würfelst du Stärke. Das kannst du versuchen. Ja, das mache ich. Ich habe Stärke plus 1 und einen W6 für 95. 6. Ja, yes. Ich würfel noch mal mehr. Ja. Noch mal eine 1. So. Also. So, ich mache euch jetzt mal die Tür auf, Kollegen. Also, Cooper Quatermain nimmt 2 Schritte zurück, nimmt Anlauf. Mit einem großen Satz springt er gegen die Tür und braff, die Tür bricht auf, Holz splittert überall hin. Die Tür schlägt auf, gleißendes Licht fällt in eure Scheune. Ich möchte mich bitte erst gar nicht sehen und verbeugen. Ich klatsche. Sonny kommt direkt auf dich zugelaufen. Hey, Alter, hey, Jay. Was ist denn? Brüche mal, Mann, was machst du hier? Hey, ihr könnt hier nicht sowas abziehen, okay? Ihr seid jetzt euer erster Tag hier, okay? Langsam, langsam. Ich kann sowas bringen, aber nicht ihr, okay? Ja, aber ich hab Hunger. Kommt mal runter, kommt mal runter. Ja, ja, ich führe euch mal rum. Wo gibt's denn hier gute Schnecken? Hä? Schnecken. Oh, ich finde was für dich, okay? Ich finde was für euch, kein Problem, kein Problem. Okay, kommt mal mit. Also, ihr schaut komisch um euch rum und ihr seht vor euch ein riesiger, großer Kasten. Ihr seht paar andere Tiere rumlaufen, irgendwie so ein großer, weißer, wie so eine Wolke mit so Beinen dran, läuft da durch die Gegend irgendwie, ihr seht so ein paar Tiere durch die Gegend laufen, habt ihr auch nicht gesehen, irgendwie ein paar gucken euch sehr skeptisch an, irgendwie, du siehst eine dieser Wolken, läuft auf dich zu, sieht dich, kriegt ganz große Augen, dreht um und läuft gleich weg. Das ist leider immer so, Tiere haben vor mir Angst. Was hast du dem gemacht? Die finden mich alle immer schlimm, alle laufen vor mir weg. Ich finde alle nicht haben schlimm. Angst, dass ich sie töte. Hey, oder das ist gut. Das ist gut, Mann. Respekt. Ja, aber dann hast du auch keine Freunde. Ich finde das gar nicht gut. Okay. Ich zeig euch mal rum. Also, ihr geht aus dem Schuppen raus und ihr seht um euch ganz viele Gebäude und ganz viele Tiere, die durch die Gegend laufen. Und, hey, komm mit! Sonny ruft euch. Hier, guck mal, da. Das ist der Bau von den Leuten, die hier wohnen, ja? Guck mal hier, da drüben. Das ist euer Schuppen. Da drüben sind die Schweine. Kühe hier hinten, Pferde, ihr haltet euch von denen eher fern, die sind ein bisschen verrückt. Ansonsten auch die Hühner würde ich auch ein bisschen Abstand halten, okay? Die sind denn Hühner? So ein bisschen unter sich. Hühner? Aber die Hühner gefallen mir. Die sind so wie ich, nur in sehr fett. Wer sind denn die nettesten? Wen kannst du uns empfehlen, wenn wir Freunde haben wollen? Sunny natürlich. Und außer dir? Hey, ich will mehr als einen. Halt dich an mich, okay? Ich will nicht nur dich. Ich kenne hier alle. Halt dich an mich und dir wird nichts passieren. Okay? Ich führe euch mal rum. Kommt mal mit. Also ihr lauft mit, ihr lauft auf einen großen Hof, ihr seht links ein Gebäude, rechts ein Gebäude, links, ja, das ist der Schweinestall hier, das da drüben ist der Kuhstall, da hinten ist die große Weide, da könnt ihr vielleicht schon ein bisschen was sehen. Ihr seht Kühe rumstehen, habt ihr schon mal gesehen, riesengroße Tiere stehen einfach rum auf der Weide. Ansonsten da hinten gibt es noch einen kleinen Weg, da hinten sind die Felder und so. Aber hier auf Hof, weißt du, hier spielt sich alles ab. Okay, behaltet euch an mich. Wann macht ihr die nächste Aufführung? Ja? Die Aufführung, die nächste, wann ist die? Welche Aufführung? Was meinst du? Messernummern, Jongleure, Tiger und so. Wann kommen... Weiß ich nicht, was du meinst. Okay. Wann gibt's Futter? Viel wichtiger. Wann gibt's das Futter? Mir gefällt, wie du denkst, mein Lieber. Mir gefällt, wie du denkst. So, pass mal auf. Die Sache ist die. Ist ein bisschen schwierig. Komm mal her. Okay. Also, die Sache ist die. Einmal alle 7 dunkel, da bringt einer von den Großen... Oh ja, bringt klar. Hier so einen Beutel da vorne. Guckt mal, seht ihr das? Das schwarze Ding da? Ja. Ihr seht eine Mülltonne. Das schwarze Ding da. Bringen die einmal alle 7 dunkel, bringen die ihr Futter raus, okay? Aber es ist ein bisschen schwieriger, weil... Ja, lass mich raten, er tut uns weh und foltert uns. Hä? Nicht unbedingt, aber er ist recht begehrt, versteht ihr? Also alle Tiere wollen das haben. Und aber ihr seid ja da, okay? Ihr helft mir, okay? Mit meiner Hilfe holen wir uns das und dann haben wir alle heute Abend richtig schön was zu fressen. Okay, habt ihr Bock? Seid ihr dabei? Was ist denn da so drin? Alles, mein Lieber, alles. Torte auch. Alles, wovon du träumen kannst. Warum? Was würdest du denn ohne uns machen? Ja, ich hab euch doch. Ich sterbe vor Hunger. Wir können das ja vielleicht alleine machen. Nein. Warum brauchen wir denn ihn dafür? Wir sind alle ausgemergelt. Also du bist offenbar vollgefressen. Er hat uns doch verraten, wo das Futter herkommt. Jetzt brauchen wir ihn. Klar, Mann, ich bin dein Freund. Was ist denn los mit dir? Vertraust du mir nicht? Nee. Okay, ich bin dabei. Ich vertraue dir, du bist mein bester Freund. Geil, der gefällt mir. Barry gefällt mir. Du wolltest eben noch wegfliegen. Du wolltest gar nicht hier sein. Jetzt willst du hier bleiben und Futter haben. Ich brauche Futter und offenbar könnt ihr mir da mal nicht helfen. Ich kann es mir nicht besorgen. Jemand muss es mir geben. Ich ruf mal zu den Kühen Hallo. Hallo! Die Kühe, die da rumstehen. Eine Kuh guckt zu dir.
Hey, ich versuche mit der zu sprechen. Hallo. Wendet ja, okay, ab. Ich bin dabei. Geh hin und sprich sie an, Herrgott. Sie hat hergeguckt. Ich gehe hin und spreche sie an. Hallo. Hallo. Na, wie geht's dir? Es geht den Scheiß an. Kennst du, sag mal, kennst du den da vorne? Sonny. Ja? Ja, der läuft immer durch die Gegend. Ist der nett? Ach, geht so. Was heißt geht so? Lass mich in Ruhe. Willst du mein bester Freund sein? Stapf. Geh wieder zur Gruppe. Die Kuh hat mir nichts zurück. Zu sagen. Okay, cool. Danke. Hey, Leute, hey, haltet euch an mich, okay? Haltet euch an mich. Die anderen sind erstmal egal. Haltet euch an mich, okay? Okay, alles klar. Also, die Sache ist die. Es müsste bald soweit sein. Es dauert nicht mehr lang und dann kommt die Große raus und bringt das Futter hier da rein. Ich würde vorschlagen, wir machen Folgendes, okay? Wir legen uns hier hinten in den Schuppen, legen uns parat, okay? Und wenn sie kommt, dann müssen wir schnell sein. Dann müssen wir richtig schnell sein, okay? Also ihr müsst schnell sein. Mhm. Ja, also dann geht ihr hin und dann holt ihr das Zeug da aus der Tonne raus, okay? Die Sache ist die, wir sind nicht alleine, okay? Es gibt ein paar andere, die das auch wollen. Aber hey, ihr seid vier Leute und ihr seid echt stark. Hey, guck dir mal den Typen an. Guck dir mal den Typen an. Ja, das stimmt. Oder? Schau dir mal den Typen an. Hey, ihr packt das locker, oder? Hey, klar, Mann, ihr packt das. Und ihr hier mit seinen... Ey, das ist richtig geil, okay? Ja, wie viele kommen denn so ungefähr? Ja, ist nicht so wichtig, ist unterschiedlich so. Aber wichtig ist, okay, kümmert euch um die anderen, die da kommen und dann holt ihr das Zeug da raus. Dann bringt es einfach hier, okay? Aber was machst du denn bei der ganzen Sache? Ich warte hier. Und aber warum das in den wartest du? Wir machen die ganze Arbeit und das Risiko. Nee. Ich halte Abstand. Du sollst den ganzen Scheiß denn tragen. Hey, du, guck dir mal an, ey. Guck dir deine Muckis an, oder? Hier. Ja, das ist auch ein Klacks für euch. Ich sag den anderen drei, dass sie mal so ein bisschen von dir weg. Können wir ganz kurz, ich will nur ganz kurz mal mit dir. Warum was los, Mann? Nee, nur ganz kurz, wir haben noch ein bisschen uns was zu erzählen. Ey, was soll das jetzt hier? Ich wollte kurz mit euch noch was besprechen. Ach, mit uns? Eben wolltest du noch mit ihm was besprechen. Nein, das stimmt nicht. Ich wollte jetzt mit euch was besprechen. Wollt ihr nicht noch mal kurz? Ja, okay. Okay, er findet es auch gut. Nee, ich glaube, bei ihm. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Also, ihr nehmt respektvoll so 700 Schritt Abstand. Er braucht eine ganze Weile, bis er weggetrappelt ist. Er läuft rückwärts und setzt sich hin. Okay. Er hört euch nicht mehr. Okay. Jungs, wie sieht's aus? Sollen wir das machen? Irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor. Ich würde es gerne machen, weil ich habe Hunger. Aber irgendwie... Fand ich ihn doch ganz nett. Also gesagt, ich bin sehr stark. Ich glaube, vertraue ihm jetzt doch. Ah, okay. Aber warum lässt du dich denn davon jetzt blenden? Wir brauchen den doch gar nicht. Wir brauchen den genauso nicht, wie wir hier nicht das Schnabeltier brauchen. Das stimmt eigentlich wirklich. Das stimmt, no offense. Man braucht mich nicht. Aber Moment, hast du eher mehr Ärger gemacht. Um das Futter zu holen, du und ich können das genauso machen. Ja, dann macht ihr einfach nichts. Ach so, jetzt seid ihr ein Team, oder? Nein, pass auf. Gerne machen. Ey, ihr seid ein Team dabei. Ihr passt auf den Typen auf. Ihr bleibt bei ihm. Ihr könnt eh nichts schleppen. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ist doch, dass die anderen, dass da ganz viele Leute kommen und dass wir irgendwie uns verletzen dabei. Pass auf, ich bin jetzt die Älteste hier und die Älteren machen mal hier vielleicht die Regeln, ne? Ja. Pass auf, du fliegst hoch zum Kirchendach, zu dem Scheunenhaustag da. Ja, ja. Und passt von oben mal ein bisschen auf und guckst mal ein bisschen, was da passiert. Du bleibst bei ihm während der ganzen Aktion und wir beide... Was mache ich denn bei ihm? Und er bleibt bei ihm. Guck ich einfach ja, zu? Du guckst mal, ob er keinen Scheiß baut. Ob er nicht irgendwie irgendwelche Leute auch noch besticht oder einen Scheiß macht. Ich bin sehr... Das ist gut. Ich bin übrigens sehr gewandt. Vielleicht kann man da irgendwie noch eine Möglichkeit finden. Ja, geh du mal lieber zurück zu deinen Eltern oder wo auch immer du herkommst. Wir brauchen dich nicht. Nein, wir brauchen dich nicht. Ich spreche gerade außerhalb des Charakters. Ja, wir brauchen dich. Wir müssen kurz planen, den Angriff. Wir müssen den Plan kurz planen, ja? Du sollst auf ihn aufpassen. Auf wen? Ja, auf den Bösen. Ihr könnt den Plan auch in Charakter planen. Ja. Okay, also ich fliege schon mal nach oben zum Ausgang. Du passt auf Sunny auf, den zwielichtigen Typen. Okay, dann spreche ich ein bisschen mit ihm. Ich unterhalte mich mit ihm. Ich glaube, der mag mich. Fliegst du hoch? Ja, ich fliege nach oben. Okay, also, der Baron steigt in die Lüfte, flattert hoch und fliegt einmal auf das große Haus, setzt sich dorthin. Du hast einen sehr, sehr guten Blick über alles. Ja. Du siehst sogar Wälder im Hintergrund. Ein Fluss zieht sich an den Gebäuden vorbei und du siehst alles. Du siehst, da, auf der ganz linken Seite sind nochmal ganz viele Tiere, die du vorhin gar nicht bemerkt hast. Und wie so ein ganz großer Apparat mit viel Lärm rattert da irgendwie durch die Gegend. Und du siehst alles und du siehst ganz kleinen Punkt, der Sonny ist, der sich in Bewegung setzt und gerade zur Gruppe zurückläuft und so. Hey, was denn hier los? Was macht er denn? Ich wollte eigentlich dem Baron noch sagen, dass wir so Krächzlaute machen sollten. Aber hat er wahrscheinlich nicht mehr gehört. Ach so, na, schade. Wenn was passiert. Versuch doch, das immer noch hochzurufen. Nee, jetzt ist Sonny hier schon wieder. Also, hey, wir müssen uns ein bisschen beeilen, okay? Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das heißt, wir legen uns jetzt auf die Lauer, okay? Und auf mein Kommando greift ihr an, okay? Ich bleib bei dir. Ist das okay für dich, Sunny? Wenn wir uns ein bisschen kennenlernen? Das ist nicht einfach, okay? Ihr braucht jemanden, der irgendwie die Situation im Nee, das haben wir schon allein.
Das macht ja der Baron. Ihr beiden geht hin, oder was? Ja, klar, das wir beide gehen, der Baron passt auf. Ah, okay, ist okay, alles klar, Mann. Hey, wir können zusammenarbeiten, okay? Sonny's Verlass, Sonny's Verlass. Kommt. Ich stelle mich so ein bisschen hinter den Sonny, damit ich eine Sache noch zu sagen im Blick habe. Ja. Sonny, ich will eine Sache noch zu sagen, ne? Ja. Wenn du uns hier verarschst, ne? Ja? Wir haben hier jetzt ein Hundwesen und mich, ne? Und du kriegst sowas von auf die Fresse und dann essen wir dich heute Abend. Hey, Sonny wird euch nicht verarschen, Mann. Was ist denn los mit euch? Wollte ich sagen. Hey. Vom Tisch. Und ich sag dir mal eins, okay? Ja. Ohne mich seid ihr gefundenes Fressen, okay? Von wem denn? Von allen hier. Ihr habt keine Ahnung, was hier lauert hinter diesen Wänden. Ich bin ein Wolf, er ist ein großes Viech. Weißt du, wie viele Leute ich von dir schon gesehen habe, die hier reingekommen sind, denken, sie machen rein auf große Hose, am nächsten Tag, oh, muss die Kleine wieder ein großes Loch bringen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber hey, okay. Aber wir finden es heraus. Wir machen es jetzt. Du hörst davon gar nichts. Also, ihr werdet zurückgeführt hinter einen, so einen kleinen Haufen von so Brennholz. Führt ihr euch und sagt, ja, versteckt euch dahinter, versteckt euch. Man sieht mich doch immer noch. Du könntest dich ducken. Du musst dich mal hinhocken. Ja, mach ich ja jetzt. Wie lange dauert das noch, bis er kommt? Er ist gleich. Okay, gleich. Hm. Ich sehe, wie sich die beiden verstecken. Und eines der großen Tore geht auf. Da kommt einer von den Menschen. Also, versteckt oder nicht, ihr seid hinter den... ihr seht, die Tür geht auf von dem Haus. Und jemand kommt raus und der hat so ein großes, glitzerndes, großes Ding in der Hand. Und trägt das so. Soll ich es sagen? Schnell, versteckt euch, schnell! Schnell! Hey, versteckt mich. Also, ihr versteckt euch, kommt immer näher, hat die Tür in der Hand, hat schon die Hälfte der Strecke zurückgelegt und wir gehen ganz kurz in die Werbung. Oh Gott. Gleich geht's weiter. Viel Spaß. Mit der Werbung. Klappt das? Das klappt. Natürlich klappt das.